Ich habe es ja, glaube ich, war es letzte Woche oder war es vor 2 Wochen, ja schon so ein bisschen angedeutet, dass ja endlich mal Günther Steiner wieder zum Interview kommt. Und der Termin war noch nicht ganz fix, aber jetzt ist er nun endlich fix. Und ja, wir hatten es ja bereits schon bei uns im Community-Bereich auf YouTube hier gepostet, dass es nämlich, wir können es mal einblenden, am 14. April nämlich soweit sein wird. Da zeigen wir euch dann dieses Interview in voller Länge. Aufzeichnen werden wir es nämlich dann am 13., also einen Tag zuvor, am Donnerstag, am Nachmittag. Und ihr könnt natürlich wieder eure Fragen reinschicken. Wenn ihr ja, euch oder wenn euch was von Günther Steiner interessiert, dann einfach an interview@champone.de. interview@champone.de könnt ihr mal eure Fragen reinschicken, die euch da so ein bisschen unter den Nägeln brennen. Und insgesamt 25 Minuten wird mir dann zur Verfügung stehen. Und die will ich dann natürlich bestmöglichst nutzen, um natürlich so viel wie möglich zu fragen und natürlich auch, um so viel wie es nur geht, auch in Erfahrung zu bringen. Also, da freue ich mich schon sehr drauf. Endlich also fix. Das hat jetzt ja wirklich monatelang gedauert. Das erste Mal zum Interview kam ja Günther Steiner vergangenen Juli. Also man sieht, es ist schon ein paar Monate, da liegt es viel mehr zurück. Und seither habe ich es auch immer wieder versucht. Und ja, jetzt hat es endlich geklappt. Also schon mal merken, save the date. Am Freitag, 14. April um 18 Uhr wird es dann eine Spezialausgabe unseres Talks geben. Das heißt, die Sendung selber wird, wie im letzten Jahr auch schon, natürlich live sein. Und innerhalb dieser Sendung gibt es dann natürlich das rund halbstündige Interview mit Günther Steiner. Also, wenn ihr eine Frage habt an ihn, dann schickt sie gerne rein. interview@champone.de. Ganz wichtig, die Frage nicht per WhatsApp oder auch nicht über Social Media und auch nicht im Live-Chat, sondern es können nur Fragen berücksichtigt werden, die auch wirklich per E-Mail reingeschickt werden. Alle anderen Wege sind da ausnahmsweise mal tabu. Machen aber gleich, weil es eine schöne Steilvorlage ist, gleich den Schwenker zum nächsten Thema und bleiben gewissermaßen bei Günther Steiner. Wir reden da jetzt nicht über Nico Hülkenberg, sondern über eben den Onkel von Mick Schumacher, über Ralf Schumacher. Und der hat sich nämlich in einem Interview mit dem Express nämlich auch nochmal über Steiner geäußert. So wie wir natürlich Ralf Schumacher kennen, nicht gerade mit den ja, liebsten und besten Worten. Im Gegenteil, er hat nochmal, ja, kann man sagen, nochmal einen rausgeholt. Aber auch zum allerersten Mal, zumindest nehme ich das bewusst so wahr, eben auch seinen Bruder Michael dabei ins Spiel gebracht. Das, was Tausende von Fans schon die ganzen letzten Monate immer wieder geschrieben und gesagt haben, wenn Michael Schumacher gesundheitlich dazu in der Lage gewesen wäre oder sein könnte vielmehr, dann wäre er nicht nur an der Strecke gewesen, sondern es wäre vielleicht alles anders gekommen. Da sehen wir auch nochmal ein paar Bilder, die Mick selber ja auch auf Social Media immer wieder geteilt hat und an diese Zeiten erinnert. Da sehen wir auch mal noch ein Bild der beiden Brüder, Michael und Ralf. Da war eben ja, beide bei Mercedes, sehen wir dann auch hier ein Bild noch aus glücklicheren Tagen und das eben eins von Mick aus eher weniger glücklicheren Tagen. Jedenfalls aber ist Ralf derjenige, der das zum allerersten Mal auch so offen ausgesprochen hat, indem er sagt, wenn mein Bruder vor Ort gewesen wäre, hätte sich Günther Steiner oft anders verhalten. Zum ersten Mal, also hören wir genau so diese Worte, die man so von ihm auch noch nicht gehört hat. Klar, viel Kritik, die hat Ralf Schumacher in den letzten Monaten stets immer wieder geäußert. Meist eben natürlich auch, nachdem es einen ordentlichen Seitenhieb von Günther Steiner gab. Sei es eben ja, die Nummer mit der Schwalbe, sprich eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Das war ja so eine zentrale Aussage, wo sich ja dann auch ja, Ralf Schumacher daran mächtig aufgerieben hat, aber natürlich auch aufgrund der immer wieder ja, vorkommenden Äußerungen Steiners und eben ja dann auch, wie wir wissen, Ende letzten Jahres dann auch noch vom Boss selber, von Gene Haas. Aber die Kritik, die Ralf Schumacher jetzt geäußert hat im Express, sie ist auch nach wie vor nicht gerade klein, im Gegenteil, sie ist, glaube ich, größer denn je. Er sagt, als gestandener Mann geht man mit einem jungen Menschen nicht so um. Druck muss jeder aushalten in der Formel 1, aber das war einfach zu viel. Wenn man mit meiner Familie so umgeht, gefällt mir das als Ralf Schumacher eben nicht. Nimmt also dann auch die ganze Familie gewissermaßen dann auch gleich in Schutz.
Und auch nochmal eben darauf angesprochen, wenn wir nochmal darüber nachdenken, in der neuesten Staffel von Drive to Survive gab es ja eben entsprechend auch eine Szene, als man Jean Haas und Günther Steiner nämlich hat erleben können, wie sie böse über Mick abgelästert haben. Das sehen wir die beiden dann auch hier. Und wir wissen, das war eben alles zu einer Zeit, nicht nur, wo Günther Steiner Tagebuch geführt hat und das alles ja in ein neues Buch kommt, über das wir dann mit Sicherheit auch mit Günther Steiner im April sprechen können. Ich bin mal guter Hoffnung, dass das dann zu diesem Zeitpunkt dann auch schon rauskam. Würde natürlich gerne dann auch diesen Inhalt dieses Buches da mal mit reinnehmen und mich da mal einlesen. Aber natürlich auch in diesem Buch oder eben auch in den Aussagen Steiners war immer auch davon zu hören, wie er dann, hier sehen wir es auch hier, Survive into Drive, wie er dann natürlich auch über diese Fehler von Mick gesprochen hat und auch natürlich über diese teuren Crashs eben als Team, das ohnehin auch nur mit begrenzten Mitteln, zumindest 2022 war es noch der Fall, zurechtkommen musste. Für 2023 aufgrund des neuen Sponsors, des neuen Hauptsponsors MoneyGram, hieß es ja auch selber von Steiner, dass man dann auch die Budgetobergrenze voll ausschöpfen kann. Ja, und aber man muss auch immerhin mal löblich hervorheben, dass wir wissen, Ralf Schumacher, klar, er nimmt auch weiterhin Mick natürlich auch in Schutz, aber er nimmt jetzt aber auch seinen Neffen in die Pflicht und sagt im Interview mit dem Express Folgendes: Grundsätzlich muss er sehr viel lernen, alles aufsaugen, was es bei Mercedes gibt. Er hat aber leider nicht die Möglichkeit, das Auto direkt auf der Strecke zu fühlen. Was er aber sehr wohl machen kann, im Simulator zeigen, dass seine Arbeit Früchte trägt, seine getesteten Änderungen für die Stammfahrer Lewis Hamilton und George Russell Sinn ergeben und das Auto besser wird. Ansonsten muss er abwarten, dass er eine Chance auf einen Einsatz bekommt und dann zuschlagen. Ja, aber auch eben gerade die Frage, wie realistisch das wohl sein könnte, dass es Mick nochmal einen Stammcockpit schafft, unabhängig eben über einen möglichen Ersatzeinsatz für ihn, hat er sich da auch sehr zurückhaltend geäußert, Ralf, und sagt da Folgendes dazu: Er braucht gerade viel Geduld und auch ein wenig Glück, um wieder ein Cockpit zu bekommen. Ja, und die Frage ist, wenn Michael gesundheitlich in der Lage wäre, was er da, bin ich mir relativ sogar sicher, dass ein Michael Schumacher sicher Möglichkeiten gefunden hätte, um ihn da wieder unterzubringen und das nicht als Testfahrer oder als Ersatzfahrer. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de.